Ich bin Neoblade und das ist Tribute to Bonchwa. Ihr müsst jetzt den Neo-MT Roberto auf Bronze besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber man kann mit 5 Losses in die Bronzeliga kommen. Ich habe jetzt allerdings auch rausgefunden, was passiert, wenn man zu viel Unranked gespielt hat auf einem Account. Dann nimmt er schon den MMR vom Unranked-Account und dann bin ich mit 5 Losses, glaube ich, bin ich mit 5 Losses auch Gold 1 oder Gold 2 gekommen. Da ist ein Terraner, in Ordnung. Hätten wir nicht Wallen brauchen. So. Ich lege jetzt hier auch meine Kameraposition hin. Schon wieder das erste Gate vergessen. Woran liegt das, dass ich jetzt schon wieder die BO nicht ordentlich durchführe? Ich habe heute noch kein Roberto gespielt. Deswegen ist der so wichtig. Wir boosten auch das zweite Mal die Economy. Zweites Gate muss gebaut werden. Zweites Gas. Ich glaube, zuerst kommt das Gas in Ordnung, aber wir werden jetzt auch das so machen wie Honor, dass wir erst nach und nach Leute ins Gas schicken. Und wir sollen scouten. Das mache ich jetzt natürlich auch. Gegen Terraner nur die Rampe, damit wir nicht eingeschlossen werden. Und jetzt nach und nach ins Gas schicken. So. Gleich zwei Stalker bauen und die Warp Gate Tech. Sind drei da drin, ja. Kann man auch mit Kamerapositionen machen. Und dann die Robo. Kommt 4 Sekunden zu spät. Glaube, mein Pylon ist auch zu spät. Ich gucke nochmal nach, was dieses Gebäude war. Okay, ich guck's nicht nach. Wir gehen scouten, scout the front, so wie wir das mit dem Roberto jetzt umsetzen wollen. Auch den nächsten Pylon. Und ich baue die nächsten Gates. Das bedeutet leider, dass mein Warp Prism verzögert wird. Wir sehen hier keine. Okay, ist on the Barracks, alles klar. Da sind wir eigentlich ganz gut mit gerüstet. Ne, wir warten noch, bis die Warp Gate Tech fertig ist. Bauen schon mal weitere Pylons. Und bauen auch einen Immortal, boosten den. So, wir warpen noch einmal zu Hause rein. Scoute noch einmal die Front. Da ist noch nichts. Nächsten Immortal, boosten den wieder, sobald wir Chrono Boost haben.
Wir haben reingeworbt, also bauen wir wieder zwei Pylons. So, dann töten wir jetzt hier mal den SCV. Und dann gehen wir jetzt hoch. Wenn wir reinwarpen. Ja, Adepten probieren wir jetzt mal. Oh, er lässt uns rein. Das ist nett von ihm. So, das bedeutet, die schäden wir hier rein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das machen dürft oder nicht. So, das sollte jetzt reichen. Wir können wieder eine Immortal bauen. Er sollte Supply Block sein. Wir können wieder reinwarpen. Wir könnten das Warp Prism mal hier hinholen. Das machen wir jetzt auch mal. Habe ich aus irgendeinem Grund nicht auf einer Taste. Dachte ich, hätte ich gemacht. Okay. So, wir müssen uns um den Tank kümmern. Also, gerade was das Warp Prism Zeugs betrifft, war das nicht gut. Also, das macht Honor milliardenfach besser als ich. Also, das bedeutet, wie könnt ihr das trainieren oder wie werde ich das jetzt trainieren? Entweder ihr macht eine leere Karte auf oder die schnelle Variante wäre, auf Custom zu gehen, Arcade zu gehen und Unit Tester. Okay. Battlenet hängt wieder. Kann ich also... Ah, okay. Also generell macht es wahrscheinlich Sinn, das auf einer leeren Karte oder gegen eine Very Easy AI zu üben. Aber ganz schnell würde auch einfach gehen Terrain Field, dass wir großes Field haben. Dann ein Warp Prism. Und dann auf Start. Kann man nämlich Folgendes machen. Also, dass ich das eben nicht auf einer Taste hatte, war schlecht. Ich tue das immer auf die 0, meine Circumflex-Taste. So. Und dann halt rumfliegen. Ausklappen. Reinwarpen. Während des Reinwarpens auf die Minimap gucken. Irgendwo hinfliegen. Ausklappen. Schon falsche Taste gedrückt. Sind im Cooldown, okay. Machen wir noch weitere. Und dann halt immer üben, auf die Steuergruppe zu legen, sodass ihr mit A-Move durch die Gegend wandern könnt. Reinwarpen, Steuergruppe, irgendwo hinlaufen. Aufklappen. Wieder irgendwo hinfliegen, A-Move dahin. Ausklappen. Also sieht man schon, wie grässlich das bei mir läuft. Ganz wichtig ist das mit der Steuergruppe.
Aber ich denke, wenn man das jeden Tag eine halbe Stunde übt, dann wird das schon schief gehen. Also solche Mechanics, also das sah bei Honor milliardenfach flüssiger aus als bei mir. Und das ist natürlich super wichtig, dass man das irgendwann beherrscht mit der Build Order, weil so musste ich immer wieder da zurückgehen und ich habe noch nicht mal den Hotkey benutzt. Und irgendwann möchte man halt dann auch, wenn man den Warp in hat und die Gates eh auf Cooldown sind, in die Basis fliegen, das Warp Prism an der Stelle aufklappen, wo es beschützt ist, damit man direkt in der Base des Gegners reinwarpen kann. Also das so nach und nach üben. Ich wünsche euch was. Bitte denkt dran, dass ihr den Neo-MT Proberto Bronze besiegen müsst, um weiter zu Schritt 5 zu kommen. Und dann wünsche ich euch, ja, einen wunderschönen Tag. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.